Willkommen auf den Technik-Studenten-Kanal zu einem weiteren Review. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video will ich dir das Reolink-Sicherheitssystem vorstellen, nämlich die Reolink Argus 2e. Das ist eine kabellose WLAN-Kamera für deine Sicherheit. Also eine Sicherheitskamera. Doch vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie komme ich auf eine Sicherheitskamera? Nun ja, ich habe alle möglichen Kameras schon mal in der Hand gehabt. Eine Spiegelreflexkamera, eine spiegellose Kamera, eine Actionkamera, eine Kamera im Handy, eine Kamera auf einer Drohne, wieso denn nicht mal eine Sicherheitskamera? Zudem hat die ziemlich coole Features, die sonst so meine Kameras nicht können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, heute werde ich euch zeigen, was die Argus 2e alles kann, für wen dieses Sicherheitssystem geeignet ist und ob sich dieses Gerät lohnt zu kaufen. Viel Spaß! Auch wenn die Einbruchszahlen die letzten zwei Jahre Corona-bedingt zurückgingen, wollen wir demnächst doch wieder verreisen, öfters mal aus dem Haus kommen und wieder zurück zur Normalität kehren. Und das denken sich auch die Einbrecher. Deshalb wollte ich euch das Sicherheitssystem von Reolink mal vorstellen. Ich will aber nicht nur diesen Sicherheitsaspekt beleuchten, denn dieses System hat auch eine ganz praktische Anwendung, denn wie ihr sicherlich wisst, boomt zurzeit das E-Commerce-Geschäft und es wird immer öfters online bestellt. Und diese ganzen Online-Bestellungen müssen ja natürlich nach Hause geliefert werden. Und da gibt es oftmals das Problem, dass man gerade nicht zu Hause ist und der Postbote einfach kommt. Mit diesem System haben wir immer noch die Möglichkeit, mit dem Postboten zu kommunizieren. Aber dazu später mehr. Schauen wir uns erstmal, was alles im Lieferumfang mit dabei ist. Wir haben hier zwei Pakete von Reolink. Neben der eigentlichen Sicherheitskamera habe ich zusätzlich noch dieses Solarpanel. Mit diesem Solarpanel kann ich die Sicherheitskamera komplett unabhängig vom Netzstrom mit Energie versorgen. Aber das schauen wir uns später an. Kurz zu verpacken, wir sehen hier schon ein Abbild eines Handys. Reolink bietet hier eine extra App, mit der man das komplette System ansteuern kann. Und oben auf der Verpackung sehen wir auch schon die Maximalauflösung dieser Kamera. Das sind nämlich die 1080p. Machen wir aber mal das Paket auf und hier kommt schon der Schriftzug von Reolink entgegen. Be prepared, be Reolink. Ist schon mal auf jeden Fall eine sehr schöne Aufmachung und sieht alles recht ordentlich und qualitativ hochwertig aus. Mit dabei sind hier solche Befestigungshaken. Dann haben wir hier einige Schrauben und Dübel, um das Ganze an die Wand festzumachen. Vorab gesagt, um diese Kamera fest zu installieren, müssen wir nicht unbedingt bohren. Wir haben auch hier andere Möglichkeiten, die Kamera zu befestigen. Denn mitgeliefert wird zudem noch eine Halterung für Indoor. Zudem haben wir das USB-Ladekabel, um die Kamera aufzuladen. Denn die Kamera hat eine interne Batterie verbaut. Wir haben hier ein Klettband, um die Kamera an einen Baum zum Beispiel zu befestigen oder an einer runden Stange. Dann haben wir noch die Halterung für die Kamera mit so einer Art Schwenkkopf. Und das ist dieses Teil, welches man entweder fest an einer Wand befestigt oder mit dem Klettverschluss anbringt. Und zum Schluss noch die eigentliche Sicherheitskamera, nämlich die Argus 2e. Und die üblichen Beipackzettel sind natürlich auch dabei. Und Reolink schickt uns da noch zusätzlich ein paar schicke Sticker, die auf eine Sicherheitsüberwachung aufmerksam machen. Dann haben wir hier noch das Paket mit dem Solarpanel, ist hier mit einem Schaumstoff geschützt. Mit dabei ist die Wandbefestigung, die ebenfalls einen Schwenkkopf hat, damit man auch das Solarpanel Richtung Sonne ausrichten kann. Und dieses Solarpanel lässt sich ganz einfach über USB mit der Sicherheitskamera verbinden. Leider ist das Solarpanel nicht bei der Reolink Argus 2e mit dabei, sondern muss extra erworben werden. Die Argus 2e kann man für ungefähr 70 Euro erwerben und das Reolink Solarpanel gibt es bereits für rund 30 Euro. Sprich, für rund 100 Euro habt ihr ein komplettes Sicherheitssystem, welches sich auch mit mehreren Kameras erweitern lässt. So, aber was kann diese kleine Kamera alles? Wie anfangs erwähnt, handelt es sich um eine WLAN-Kamera, sprich sie kann mit den heimischen WLAN verbunden werden. Dazu benutzt die Argus 2e das 2,4 GHz Frequenzband. Und ich finde es richtig cool, dass das über WLAN funktioniert, denn die meisten Sicherheitskameras benötigen eine LAN-Verbindung und da ist immer die Frage, wie man den LAN-Kabel über die Wände, durch die Wände verlegt. Meistens muss man da extra irgendwie ein Loch in die Wand bohren oder über eine Tür oder Fenster gehen. Man hat da ziemlich viel Kabelsalat und ziemlich viel Aufwand, um dieses ganze System anzubringen. Zudem benötigen auch die meisten Sicherheitssysteme einen Netzstrom. Das ist bei der Reolink Argus 2e nicht der Fall, denn die hat einen verbauten Akku.
der auch ordentlich lange hält, denn die Kamera hat bestimmte Bewegungssensoren und solange sich im Bild gar nichts bewegt, geht die Kamera automatisch in den Standby und sobald sich vor der Kamera irgendetwas bewegt, fängt die an zu arbeiten, sodass der Akku quasi geschont wird. Das kann man aber natürlich per App irgendwie noch ein bisschen einstellen. Man kann auch, wann man möchte, sich mit der App einloggen und schauen, was so vor der Kameralinse passiert. Ansonsten, wenn man kein Solarpanel nutzt, kann man per USB-Kabel mit einer Powerbank oder am Netzstrom mit Strom versorgen. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Ansonsten kann man aber auch einfach die Kamera wieder abnehmen und jedes Mal neu laden. Was meiner Meinung nach nicht immer die schönste Lösung ist, wenn man sie irgendwie fest am Gebäude irgendwie verbauen möchte. Dann würde ich euch auf jeden Fall raten, sich ein Solarpanel zuzulegen. Kommen wir aber mal zur verbauten Kamera, denn diese liefert uns gestochen scharfe Bilder und Videos in einer maximalen Auflösung von 1080p. Das klingt erstmal nicht sehr viel, aber für eine Sicherheitskamera ist das schon recht ordentlich. Ich kann zumindest in diesem Material spiegelnd leicht Personen und einzelne Details erkennen. Zudem ist es eine sehr weitwinklige Kamera. Man deckt hier einen Winkel von 120 Grad ab, sprich man kann einen sehr großen Bereich gleichzeitig in Sicht nehmen. Das Herzstück dieser Kamera ist der CMOS-Sensor. Dieser ermöglicht selbst in der Nacht kristallklare Sicht bis zu 10 Metern. Und vielleicht seht ihr das schon bereits in meinem Test, es ist stockdunkel und ich sehe trotzdem noch alles. Zwar in schwarz-weiß, aber es reicht vollkommen aus, um zu erkennen, was da draußen vor sich geht. Die Sicherheitskamera ist mit einer Bewegungserkennung ausgestattet, sprich sobald Bewegungen erkannt werden, fängt die Kamera an zu arbeiten. Und das Coole ist hier, du kannst es so per App einstellen, dass du jedes Mal bei einer Bewegung eine Benachrichtigung auf dein Handy bekommst. Durch die RioLink haben wir auch die Möglichkeit, jederzeit eine Live-Ansicht einzustellen. Also jedes Mal, wenn wir uns mit dem Handy irgendwie einloggen, können wir gucken, was hier in diesem Bereich gerade passiert. Die Kamera ist natürlich wind- und wassergeschützt, sie hat eine IP65-Zertifizierung und widersteht somit auch sogar Schnee und Hitze. Wir können in dieser kleinen Kamera auch eine Mini-SD-Karte einstecken. Somit können wir jedes Mal, wenn eine Bewegung stattfindet, eine Aufzeichnung auf die SD-Karte speichern. Jetzt kommen wir aber zum richtig coolen, denn in diesem Chassis ist nicht nur eine Kamera verbaut und irgendwelche Bewegungssensoren, sondern auch ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Und dieses Mikrofon und der Lautsprecher lassen sich über die App steuern. Sprich, wir können sogar hören, was vor der Kamera passiert und es kann natürlich auch in die Kamera reingesprochen werden, so dass wir per App auch immer alles hören, was hier gesagt wird. Im Endeffekt ist ein Gespräch in Echtzeit möglich, obwohl man irgendwo weiter weg ist. Durch diesen verbauten Lautsprecher haben wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben nämlich hier eine eingebaute Sirene, die wir individuell einstellen können. Wir können sie aber auch ganz normal per App einfach einschalten. Und ich kann sagen, die Sirene ist schon ziemlich laut und schreckt auf jeden Fall ab. Die RioLink Argus 2e lässt sich auch ganz einfach über einen Google Assistant oder Alexa steuern oder ganz einfach über die dazugehörige RioLink App. Die RioLink App ist auf jeden Fall sehr gut aufgebaut. Man hat eine Vielzahl an Möglichkeiten. Man kann sich eine Live-View anzeigen lassen. Man kann sich das Material von der letzten Stunde oder von der Vergangenheit anschauen. Und wir haben coole Features mit integriert, wo wir zum Beispiel Zeitraffer-Videos erstellen können. Zu anderen hat man eine breite Möglichkeit an Einstellungen. Der Push-Benachrichtigung, wir können uns zum Beispiel per E-Mail einen Schnappschuss von der Bewegung zuschicken. Wir können uns auch eine Push-Benachrichtigung per App in Echtzeit geben lassen. Wir können die Sirenen individuell einstellen oder auch individuelle Alarmansagen aufzeichnen. So, mein Fazit zu der Argus 2e. Meiner Meinung nach ist diese kleine Sicherheitskamera ein richtig genialer Allrounder, die nicht nur als klassische Sicherheitskamera für den Outdoor-Bereich gedacht ist, sondern auch als Indoor-Kamera fungieren kann. Zudem bietet RioLink hier wirklich verschiedene Einsatzmöglichkeiten durch die verschiedenen Halterungen. Wir können diese Kamera ganz easy und leicht an einem Rohr befestigen oder an einer Wand oder einfach auf dem Tisch stehen lassen. Und dadurch, dass die Kamera auch komplett ohne Kabel fungieren kann, ist auch die Anbringung und die Bedienung total unkompliziert. Wenn euch das Video auf irgendeine Weise bei eurer Kaufentscheidung geholfen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Technik-Salon-Kanal.